Ausgerechnet die Ex-Ehefrau von Mois namens Anis lässt Charo fallen und exposed seine Lügen. Somit verteidigt sie Sinanji und Manuelsen in diesem Beef. Die Behauptung von Charo widerlegt sie und kassiert wenig später direkt eine Ansage von dem YouTuber-Koch. Verpasse keine News mehr und abonniere den Kanal hier, sowie auf Instagram Rapcheck. Es ist ein neuer Beef ausgebrochen und diesmal dreht sich alles um Rapper Manuelsen und Charo. Später wurde auch Sinan involviert und aus dem Grund kracht es in der Nacht. All das geschieht übrigens wegen Aussagen in einem YouTube-Video, die Manuelsen als Angriff angesehen hat. Charo behauptet, er kennt den wahren Grund, warum Sinan und Mois sich gestritten haben. Angeblich wurde der Essener Rapper dabei erwischt, wie er an der Windel gerochen hat. Das war zu viel für Mois und Anis. Charo weist für die Echtheit direkt auf Anis. Sie soll die Story bestätigen. Doch falsch gedacht, denn sie behauptet, sowas ist nie passiert. Charo war auch nie bei denen zu Hause und an Sinan hat sie wenige Erinnerungen, aber das, was sie weiß, ist, dass er sowas nicht getan hat. Somit entlarvt sie Charo als Lügner. Wenig später macht der Koch eine Ansage und wirft ihr vor, nicht das erste Mal zu lügen während einem Statement. Von Mois gab es übrigens keine Reaktion auf diese Geschichte.